Agent Rodriguez ist tot und die Daten wurden sichergestellt. Bei der Analyse der Informationen wurde festgestellt, dass die Dateien unvollständig sind. El Tejon hat uns ein feindliches Lager genannt, in dem der Rest der Daten zu finden ist. Da O'Neill wieder auf den Beinen ist, ist Alpha 9 jetzt wieder komplett. Scharfschütze und Beobachter sind auf dieser Mission wieder gemeinsam im Einsatz. Es tut gut, wieder mit dir zu arbeiten. Ja, Mann. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Bin in Position. Von hier aus habe ich einen Großteil des Lagers im Blick. Wenn du unterwegs gezwungen bist, anzugreifen, mach es schnell und endgültig. Jeder Schuss muss sitzen. Wachturm vor dir. Da musst du rein. Schalt die Zielperson aus, bevor du weitergehst. Nicht schlecht! Runter mit dir! Kriech unter den Turm! Auf der Außenseite bist du in Sicherheit, aber wenn du erstmal drin bist, musst du höllisch vorsichtig sein. Denk nicht mal daran anzugreifen. Zwei Gegner direkt außerhalb der Hütte. Such dir ein Ziel aus. Ich erledige den anderen. Gute Arbeit. Jetzt musst du auf das Dach. Durch das Nordtor kommen gegnerische Fahrzeuge. Bleib in Deckung. Okay, du kannst weiter. Los,
raus, unter die Pipeline. Mach die Siegfrei, bevor du weitergehst. Na sowas. Den großen Acker in dem Lager, da kennen wir doch. Warte, ich melde das der Basis. Bleib unten. Komm, Malatu. Es sieht so aus, als sei unser alter Freund Ernesto Salazar in dem Lager. Sollen wir die Gelegenheit nutzen und ihn angreifen? Womit wir dadurch vielleicht unsere Deckung aufgeben? Bitte um Anweisung. Over. Negativ. Wiederhole negativ. Ihre Befehle lauten, die Dokumente sicherzustellen und auf dem Gebiet zu verschwinden. Jetzt, wo wir endlich wissen, wo dieser Bastard ist, behalten wir ihn aus der Distanz im Auge. Wir werden uns schon bald angemessen um ihn kümmern, glauben Sie mir. ¿Has visto a la chica de Vázquez? Qué par de piernas. Diablo, sí. ¿Qué suerte tiene el general? Yo no lo llamaría suerte. Es lo que tienen el poder y el dinero. En esas aguas yo no me metería. Te aconsejo que tú tampoco. Quizá tengas razón. Qué buen tiempo hace. Muy bueno. ¿Tienes el paquete? Sí, lo recogí ayer. Bien. Sabes qué hacer, ¿no? Las arreglaré. Warte, bis sie vorbei sind. Anschließend gehst du durch das Gebäude auf 9 Uhr. Bleib unten und halt dich von den Fenstern fern. Schalt ihn aus!
ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, ya solo te puedo ir. ¿Te imaginas la cara que pasó? ¿Cómo te entendió? ¿Qué te digo? ¿Conoces a tu hermana? ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Te dije, los presentas y me das un paquete de cigarrillos. ¿Qué me dices? Bien, paso ocho. Auf den du reingekommen bist, unter dem Turm durch.